Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Mission Alternate. Wie viel brauchen wir von den Dingern? Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach mal 4. In der letzten Folge habe ich ja nachgefragt, ob jemand eine Idee hätte, wie ich den Mobspawn da im Nexus unterbinden kann. Und eine Idee, die von euch kam, von Martin P. Oder, hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Falls es falsch war, sorry. Ich kann jetzt auch gerade im Moment nicht nachgucken. Und zwar kam der Vorschlag MFFS. Und das werden wir jetzt machen. Wenn auch höchstwahrscheinlich anders, als der Vorschlag gemeint war. Also vermute ich mal. Ist das ein... Ja, ist ein Receptor. Da brauchen wir nur einen von, glaube ich. Bei der Gelegenheit werden wir dann auch mal was ausprobieren, womit ich noch nie gearbeitet habe. Nämlich diese Transfer Nodes Energy mit den Ender-Transmittern. Mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das jetzt denke. Ja, komm. Also ich bin froh, wenn ich die Cobblestone-Produktion wieder runterschrauben kann. Ey, das bremst so dermaßen hier das System aus. So, habe ich jetzt alles? Ja, Interdiction Matrix, Corrosion Driver, die habe ich ja schon gezeigt, als wir die Dings, den Summoning von Blood Magic, den Beschwörungsaltar gebaut haben, Fortran Capacitor. Ne, die Interdiction Matrix nicht, die ist jetzt neu, die werden wir benutzen. Das ist das Rezept mit einer Vanilla Ender Chest. Hey! Coole Sache, brauche ich also nicht zeigen, die kennen wir ja schon. Die kennen wir noch nicht, die Schockmodule. Die gehen so. Und wir werden benutzen das Anti-Spawn-Modul. Und ich vermute mal, das war bei dem Vorschlag nicht gemeint. Vermute ich, ich weiß es nicht. Das geht so. Aus einem Anti-Hostile-Modul, 2 Stück und ein Anti-Friendly-Modul. Ich denke mal, die werden gemeint gewesen sein bei dem Vorschlag, dass ich ja über das Force Field System freundliche Mobs töten kann. Oder halt auch andere Mobs. Ne? Ich kann aber halt über dieses Anti-Spawn-Modul auch komplett den Mob-Spawn unterbinden. Scale-Module brauchen wir auch noch, wenn ich auch nicht weiß, wie viele. Das holen fordern wir mal hiermit an, weil die werden automatisch gecraftet und das dauert ein bisschen. Aber das ist ja egal. Komm, machen wir mal 20. Die landen dann halt irgendwann in unserer Tasche und gut ist. Hey, schon wieder dunkel, mein lieber Mann. Dabei habe ich eben erst gepennt, um den Regen aufhören zu lassen. Fliegen wir mal. Ach, jetzt habe ich es vergessen zu zeigen. Egal, vielleicht gehen wir nachher nochmal zurück. Ansonsten ist auch unwichtig. Also ich krieg zwar mittlerweile Übung mit dem Fliegen, mit dem Siegel hier, aber ich glaube, so richtig perfekt wird das nie. Erst recht, wenn mal so ein Lack ist, wie jetzt gerade. Ein Frame-Einbruch. Bingo, hast du schon verloren. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich glaube nicht. Weil in der Zwischenzeit nicht so fleißig. Komm, bau dich auf, damit ich weiß, in welche Richtung ich muss. In die da. Ich habe nur... Da gehen wir mal ganz kurz hin. Die Bibliothek gespiegelt. Ist jetzt hier nochmal, allerdings noch nicht mit Bücherregalen drin, sondern nur eine Fackel, dass hier nichts spawnt, weil hier ist zwar immer hell, aber ne, in so einem dunklen Raum, hier spawnen Mobs. Nicht nur Tiere, hier spawnen auch Mobs. Und ich habe es sogar genau wie da, obwohl ich hier überlegt hatte, das abzureißen, den Kobbel da bis nach unten hingemacht. Bei der Gelegenheit habe ich mal nachgeguckt, hat das schon mal irgendeiner versucht?
Das ist massiver Koppel, das ist kein Hohlraum. Na, was ich ja jetzt gemacht habe, ist ein Hohlraum. Habe ich auch gedacht, massiver Koppel, mein lieber Mann. Gut, dass du nicht auf die Idee gekommen bist, es abzureißen. So, in die Richtung. Jetzt gucken wir mal. Ich habe was vergessen. Verdammt. Na egal. Gucken wir mal hier. Ich darf direkt mal ausziehen, das werden wir nämlich gleich höchstwahrscheinlich brauchen. Zack. So, das hier ist auf jeden Fall die Mitte, das weiß ich, dieser Baum. Dann gucken wir mal von da. Bis da. Verdammt, das waren jetzt. Sollte bis hierhin sein, aber ist egal. 29. Ja, das habe ich nämlich befürchtet. Dann ist die Mitte von dem Ganzen genau hier über dem Loch. Und das ist natürlich blöd, weil hier drüber was schweben haben möchte ich nicht. Auch wenn man es ja, noch was höher macht und Skyblocks macht, würde es gar nicht, wird man es gar nicht sehen. Aber das Loch ist ja, dass eventueller Flux weg kann. Und der würde unter den Skyblocken auch hängen bleiben, vermute ich mal. Ja, garantiert. Ja, dann machen wir das von unten. Ist ja auch nicht das Problem. Hey. Hier ist nur jetzt die Mittel austüfteln ein bisschen schwieriger. Auch mal ein Hilfsblock. Ein Hilfsblock. Wenn nämlich der Baum ist die Mitte. Das wäre hier. Das wäre. Ach, hier habe ich ja bestimmt. Hier habe ich ja den Chunkloader. Der ist ja schon exakt in der Mitte. Okay, dann brauchen wir keinen Hilfsblock. Aha. Ja, hat sich erledigt, brauchen wir nicht. Weg. So, die Interdiction Matrix setzen wir dann mal da drunter. Bam. Das ist eigentlich das Sicherheitsmodul von MFFS. Kenne ich mich nicht hundertprozentig mit aus, kann aber sein, dass ich später eventuell nochmal drauf zurückkomme. Da kann man auch interessante Sachen mitmachen. Wir werden es aber, wie gesagt, nur zum Verhindern von Spawnen brauchen. Das machen wir hier mal. Ach so. Das hat zwei Ranges. Ich mach das mal weg. Eine Warning Range, die ist drei Blöcke höher als die Aktionsrange. Die Aktionsrange ist von Natur aus 0 und wird mit Scale-Blöcken, Scale-Modulen erhöht. Sind da 10 Stück drin, das heißt, das Ding wird mit sich in der Mitte in jede Richtung 10 Blöcke als aktiv, als Aktionsradius haben. Das wäre bis hier. Wir wollen aber mindestens bis hier, also 14. Dann machen wir 15. Reicht das nach oben? Hoch. Zack. Nein. So. Von da. Das wäre jetzt 1 zu 4, was er anzeigt, aber das ist egal. Bis. Ja, wir werden hier ja Blöcke haben. Ich sag mal, bis da. 14. Ja, wunderbar. Ist doch das schon mal perfekt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Dazu brauchen wir natürlich die Stromversorgung. Zack. Und zack. Wir wissen ja, der
Capacitor ist ein Stromspeicher, ein Fortron-Speicher. Fortron ist ja der Strom von MFFS. Hier machen wir die Frequenz 2, weil hinten habe ich Frequenz 1 benutzt. Wäre egal, weil der Abstand ist so weit, ne, das kommt sowieso nicht, stört sich sowieso nicht mehr. Aber machen wir halt trotzdem. Und jetzt kommt das, was ich noch nie gemacht habe. Noch nie ausprobiert. Zack, mal sehen, ob das überhaupt geht. Du tun wir den Ender Receptor rein. Den wollte ich eigentlich noch umbenennen. Werde ich aber dann im Nachhinein auf Kamera machen. Und dann klauen wir uns da hinten mal den Strom. Also ist eh overpowered für... Boah, ist das langsam. Und die Geschwindigkeit von dem Siegel gewohnt ist. Und das Jetpack war noch nicht schnell, aber... So. Höp. Ich setze mir mal da dran. Ich setze da 4 Module rein. Weil je mehr Module drin sind, je mehr Strom kann gesendet werden. Und je weniger Verlust ist beim gesendeten Strom. Das der hier? Nein, das war der falsche. Der da? Nein. Der? Ja. Sendest du jetzt? Holding RF, jawohl. One Connection, Search for Inventories at bla bla. Nun müsste ja theoretisch jetzt hinten Strom ankommen. Gehen wir mal gucken. Jawohl. Hier kommt auch Strom an und wird anscheinend... Ne, geht noch. Auch zwischendurch runter? Ja, ich glaube ja. Ja, so ist an. 960 Liter Fortune pro Sekunde. Kiloliter? Ja, das sieht aber gut aus, ne? Hält sich ungefähr die Waage, würde ich sagen. Oder hat es Tendenz nach oben? Ja, es hat Tendenz nach oben. Ja, ist doch in Ordnung. Ja, dann dürfte hier jetzt nichts mehr spawnen können. Gehen wir oben mal umkloppen, falls schon wieder was nachgespawnt war. Ich habe vorhin gekloppt. Ne, hier ist nichts nachgespawnt. Hier waren vorhin 8 oder 9 Hühner und ein Schwein. Ich kam hier an und hatte direkt die Taschen voll Eier. Da habe ich schon einen Affen gekriegt. So. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, weil, ne, weil ich kann ja jetzt nicht wirklich zeigen, dass hier nichts mehr spawnt. Ich mache jetzt einfach mal einen Cut und warte. Nee, ist auch blöd. So viel Zeit habe ich nicht, weil das Video muss noch gerendert werden und direkt hochgeladen werden. Gucken wir einfach mal in der nächsten Folge, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Also theoretisch müsste es funktioniert haben. Ich habe sowas noch nie benutzt. Aber rein theoretisch müsste der Bereich ja ausreichen. Man kann halt hier mit diesem Interdiction Matrix sich kein Feld anzeigen lassen, in welchem Bereich das aktiv ist, aber wir haben es ja gemessen. Es müsste passen. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, ob es funktioniert hat. Wenn dann wieder Tiere da oben sind, dann hat es nicht funktioniert. Gut. Da bin ich mir echt noch nicht sicher, was ich mit dem zweiten mache. Keine Ahnung, ob ich das wirklich auch als Bibliothek einrichte. Ich habe das einfach jetzt nur optisch gespiegelt. Und so sieht es ganz nice aus. Ja, was für einen Sinn haben wird, keine Ahnung. Schauen wir mal.
Ja, wie gesagt, das lasse ich so. Man hätte noch... Wo ist es? Da. Die hätte man noch mit einem Shift-Rechtsklick in der Hand oder mit einem Rechtsklick. Auf jeden Fall in der Hand mit einem Klick. Lass mal gucken. Nein, da steht es nicht. Man kann noch einen Privatmodus einstellen. Public or private by right-clicking with the transmitter in the hand. Ja genau, wenn man den Transmitter in der Hand hat, mit einem Rechtsklick machen, dann kann man den auch umstellen auf privat, dass niemand anders an den Strom rankommt. Und man kann das, das werde ich off-cam noch machen, man kann den Namen in einem Anvil ändern und damit die Frequenz, auf welchem die arbeiten. Habe ich gerade vergessen, wollte ich eigentlich noch machen, bevor wir hier hingehen. Ich werde es irgendwann off-cam machen. Und es wird auch public bleiben, weil der Nexus, wobei Nexus ja immer noch der Arbeitstitel ist, ich weiß nicht, ob es so bleibt. Ich habe eigentlich einen anderen Namen noch im Kopf, aber das kommt halt drauf an, ob der Plan klappt, wie er gedacht war. Ja, und da würde ich natürlich keinen privaten Strom machen, weil es ist ja für die Allgemeinheit. Okay. Dann sind wir heute mal etwas schneller fertig, wobei ich jetzt die meiste Zeit schon wieder einfach nur verquatscht habe und die eigentliche Aktion schon was länger fertig ist. Wie gesagt, ab Montag zusätzlich zur Mission Alternate, nächsten Mission in Alternate Folge, startet auch mein neues Projekt, von dem ich hoffe, dass es auch dem einen oder anderen gefällt. Und mein Gott, mir geht der Regen auf den Keks. Und dann sage ich mal, bis dahin, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu und bis Montag. Ciao.